Also ich bin ja angefangen hier 1993 im Oktober, 1. Oktober war Beginn. Und in der ersten Woche bin ich schon zu meinem Hengstermann ins Büro spaziert und habe gesagt, ich bin jetzt hier und würde mich freuen, wenn wir eine Zusammenarbeit hinkriegen. Ja, das war auch. Ich bin auch sofort reingekommen da, durchs Vorzimmer durch und dann, ja, gehen Sie mal durch. Also da ist auch eine große Offenheit und dann haben wir eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Ja, und daraus haben sich dann auch viele Dinge entwickelt, ne? Viele Projekte. Also war mir von Anfang an ein Anliegen, hier in der Kirchengemeinde Caritasarbeit zu machen, aber nicht als Kirchengemeinde alleine, sondern das ist mein Credo bis heute, dass wir mit dem als Caritasverband und als Kirchengemeinden zusammenarbeiten und zusammenstehen müssen, weil das Ganze nur so Zukunft hat, glaube ich. Also der Caritasverband ist ja durch die Kirchengemeinden gegründet worden und da gibt es, glaube ich, viel zu wenig Bewusstsein für, dass das so ist. Also, dass in vielen Köpfen nur so eine Trennung da ist. Da ist der Verband, da sind die Kirchengemeinden. Oder dass das unser Verband ist als Kirchengemeinde. Und für den aus Caritasverband sich, dass unsere Kirchengemeinden sind. Das kommt zu wenig zum Tragen. Da sind große Chancen mit verbunden, weil Kirchengemeinden bestimmte Dinge durchsetzen, umsetzen können und nur auf den Weg bringen können. Und umgekehrt auch nur der Caritasverband bestimmte Dinge tun kann, die die Kirchengemeinden nicht mehr tun wollen oder können. Damals auch der Kinder- und Jugendtreff St. Barbara hätte von der Kirchengemeinde alleine nie gegründet werden können. Das ging nur in Kooperation. Also die 90er Jahre waren ja noch stark von Arbeitslosigkeit geprägt, von Wirtschaftskrise. Das war ja noch mal anders, auch mit 3 Millionen Arbeitslosen dann, die sich dann in den 90ern ja auch entwickelten. Also da war nochmal eine andere Dynamik drin. Auch, ja, also mal auch Überzeugungskraft nötig, dass im Caritasverband solche Themen, Armut, Arbeitslosigkeit, Benachteiligung der bestimmter Bevölkerungsgruppen, das war nicht so selbstverständlich. Also es ging mehr um Pflege und ja, Pfarrcaritas im alten Sinne, wenn man jetzt von den Kirchengemeinden her guckt. Also da auch zu so sagen, wir müssen politisch aktiv werden, wir müssen Stellung beziehen, das war eher noch ungewöhnlich. Also ich sage mal ein ganzes Stück braver. Also Qualität ist reingekommen. Durch den Leitbildprozess ist Qualität reingekommen, durch also Fortbildungen. Dass man selbstverständlich Fortbildungen macht, darauf Wert drauf legt, dass die Mitarbeitenden sich qualifizieren und auch weiter da dranbleiben, am Ball nicht stehen bleiben, das hat sich grundlegend geändert. Und die Dezentralisierung, dass viele, viele Einrichtungen im ganzen Südkreis, im ganzen Dekanat da sind und darüber hinaus an vielen verschiedenen Standorten, da war ja eine unheimliche Dynamik drin, Einrichtungen aufzumachen. Kindergärten oder dann später die Caritas-Zentren oder die Beratungsdienste insgesamt, die Seniorenhäuser, die ja nach und nach dazu gekommen sind, ne, weil die Kirchengemeinden sie nicht mehr halten konnten, ist auch so ein Beispiel dafür, wie es nur Hand in Hand geht. Wir hätten in Wettenwinnekendonk, hätten wir kein Haus mehr oder wäre überhaupt kein Seniorenhaus mehr, weil kein Träger da gewesen wäre. Immer in allen Gruppen und Gremien, Zusammenkünften, wenn man was Neues auf den Weg bringen wollte, dann gibt es unheimlich viele tolle Ideen. Und tolle Leute, die, ja, die ganz unkonventionell sagen, ach, das probieren wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal. Also auch eine Dynamik, manchmal eine Euphorie, manchmal ging es auch in eine Hose, und dann ist das halt so. Aber da Leute zu finden, die wirklich tolle Ideen haben, das ist über all die Jahre im Grunde so. Das muss man nicht immer betonen, muss man aber nicht verstecken, dass wir ein gutes Angebot haben und vieles wäre nicht da. Wie gesagt, die Seniorenhäuser gäbe es nicht. Bestimmte Kindergärten gäbe es nicht in der Form. Oder die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden in der allgemeinen Sozialberatung zum Beispiel oder in der Flüchtlingsarbeit jetzt, das wäre nicht so möglich. Also da habe ich ja schon gesagt, die Kirchengemeinden haben Ressourcen, aber auch nur begrenzte. Und da geht der Caritasverband rein und prägt die Region. Und Arbeitsplätze darf man auch nicht verschweigen. Also 1300 Leute, die in Lohn und Brot sind und ihre Familien damit ernähren, das ist ein großes Fund. Ich glaube, das betonen wir auch zu wenig, wie
wichtig und stark wir als Arbeitgeber hier sind. Und politische Akzente zu setzen, also in bestimmten Themenbereichen. Wenn wir da den Mund aufmachen, denke ich, dann kann man auch nicht am Verband vorbei. Und wenn man das als Kirche und Caritas zusammentut, ist es noch wirkmächtiger, glaube ich. Ja, jetzt mit auf die hauptamtlichen Herausforderungen im Wettbewerb da zu bestehen. Also da auch zu sagen, wir sind in einigen Feldern der teuerste Anbieter. Das sage ich zum Beispiel bei Leuten, wo ich die Krankenkommunion hinbringe. Und da kommen die Caritas-Schwestern, oh, die sind aber teuer, sagen die dann. Dann sage ich, ja, aber wir bezahlen die Leute vernünftig. Wir bezahlen einen vernünftigen Tarif. Wir bezahlen mindestens den Mindestlohn in kleineren Bereichen. Und das kostet Geld. Und wenn sie qualitativ gute Pflege haben wollen, dann kostet das auch Geld. Und dann sagen die meistens, ah ja, das ist ja wichtig, dass die ihre Familien ernähren können. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber da ist eine Herausforderung in Konkurrenz zu anderen, die nicht auf Fortbildung und auf Qualität der Mitarbeitenden setzen und die die Leute nicht vernünftig bezahlen. Also da ist eine große Herausforderung. Und eine weitere Herausforderung ist wirklich das Zusammenspiel besser hinzukriegen zwischen Kirchengemeinde und Verband. Also da gucke ich auch kritisch auf unsere eigenen Gemeinden im Dekanat, wo sich Dinge entwickeln, wo das auseinandergeht. Und da müssen wir dran, glaube ich, inhaltlich zu sagen, wir gehören zusammen, das ist unser Verband und das sind unsere Kirchengemeinden. Das ist die beiden Herausforderungen, sehe ich an erster Stelle. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir wieder neu oder noch mehr lernen müssen als sonst, nicht wegzuschauen. Und da ist der barmherzige Samariter ein gutes Beispiel. Die beiden, die eng zur damaligen Religions- und Glaubensgemeinschaft gehören, die gehen vorbei, weil Gottesdienst und sich die Hände nicht schmutzig machen wichtiger ist. Und der, von dem das niemand erwartet hat, der geht dahin und der hilft nachhaltig. Also das ist das erste Hinschauen. Also ich glaube, dass insgesamt so eine mehr Gleichgültigkeit da ist bei vielen und dass wir als Caritasverband und Kirchengemeinden da auch Vorbild sein können und müssen. Wir machen das anders, wir gucken hin. Wir gucken uns die Situation an, wir gucken uns an, wie es den Menschen geht und dann versuchen wir was zu machen. Deswegen.